Dacht, es ist alles auch aufgelistet. Ich blicke dahin und schau, dass da jemand kommt. Er naht. Weil die Bitte ist, erklär uns du mal ganz kurz Verdrängungswettbewerb, okay? Weil sonst könnte eng werden. Wie willst du damit umgehen? Also erstmal hallo miteinander. Ich danke euch trotz des Wetters für das zahlreiche Erscheinen. Und ja, zum Thema Verdrängungswettbewerb. Es ist halt ganz einfach, mein Vorredner, der Herr Döring, hat es ja schon ganz schön erwähnt. Wir sind hier eine OHG, ich und mein Partner, der Herr Josef Sier, der heute leider verhindert ist. Wir sind hier eine OHG, heißt, ich hafte mit meinem Privatvermögen. Netto ist ein Konzern mit mehreren tausend Filialen in Deutschland, man kann sich das ausrechnen. Wer mehr Vermögen hat, es ist ein wenig für mich wie David gegen Goliath. Also diesen Kampf gewinnen zu können, unmöglich. Deswegen bedanke ich mich auch nochmal bei der Gemeinde und bei den Bürgern und bei meinen Kunden, dass wir diese Unterschriften so zahlreich und so schnell zusammengebracht haben und hoffe auch beim gleichen Enthusiasmus, dass wir diese Unterschriften so schnell und zahlreich wieder zusammen haben. Auch möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es bereits ein Konzept gibt für die Zukunft, wenn mein Partner Herr Sier sich in den Ruhestand verabschieden wird, dass die Geschäftsanteile an mich übergehen werden. Also auch da gibt es bereits ein Konzept für die Zukunft. Auch mit meinem Vermieter, dem Herrn Döring, gibt es bereits ein Konzept für die Zukunft zum Thema Gebäudesanierung, neues Dach, Solartechnik, Heizungstechnik. Also auch hier haben wir bereits Konzepte für die Zukunft ausgearbeitet. Sie sehen ja auch, meine Kunden, die täglich oder öfter im Nahkauf sind, werden sehen, wir haben auch in den letzten Jahren bereits einiges getan und investiert. Sei es der neue Leergutautomat, wir haben die komplette Mopro-Kühlung und Tiefkühlung umgestellt auf LED-Beleuchtung. Es waren viele Investitionen in den letzten Jahren und es werden noch viele Investitionen auf uns zukommen. Aber ich möchte Ihnen hier nochmal versichern, dass wir ein langfristiges Konzept ausgearbeitet haben, um alles dafür zu tun, was in unserer Macht steht, den Nahkauf für Sie als Kunden und Bürger der Gemeinde Walsdorf zu erhalten. Wir werden alles tun, damit Ihnen die Einkaufsmöglichkeit weiterhin gegeben ist. Wir werden alles tun, damit unser Ortskern nicht ausstirbt. Leider hat uns ja bereits die Banken und der Metzger verlassen. Wir werden alles tun, damit wir hier bleiben und Ihnen weiter einen lebendigen Ortskern präsentieren können. Dann bedanke ich mich bei Ihnen nochmal für das zahlreiche Entscheiden. Und wünsche noch einen schönen Abend und eine schöne Veranstaltung. Also herzlichen Dank, das wünschen wir uns alle auch. Wir stehen das jetzt auch heute bei den Temperaturen natürlich durch. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es Ihnen allen geht, das ist so ein bisschen, wenn ich einmal Nahkauf hier sehe und Netto auf der Seite, dann habe ich hier mal, wie heißt es so schön, den Spatz in der Hand und da drüben habe ich dann die Taube auf dem Dach, von der ich nicht weiß, ob sie dann überhaupt kommt. Und vielleicht ist es wirklich ein wenig wichtig, dass wir beim Bewerten uns bewusst sind, was haben wir denn hier. Vielleicht auch, das werden wir nachher auch Sie alle fragen, was wünschen wir uns, damit es ganz toll für unsere Gemeinde ist. Denn es ist so leicht, da mal geschimpft oder kritisiert und verwirklichen dann zu guter Letzt ist was anderes. So, und jetzt bitte ich mal die Familie Schilling, die gesagt hat, da möchten wir doch uns auch mal dazu äußern. Okay. Mal bitte schon mal durch.